Willkommen an alle lieben Zocker und Zockerinnen zu einem weiteren Gameplay-Video von 8-Bit Hordes. Wir werden uns heute mit der Todgeschworenen-Kampagne befassen, besser gesagt mit einer bestimmten Mission, und zwar der Mission Einbrecher. Die hat zwar wirklich, ich sag mal, schwierige Bonusziele, und zwar töte keinen Drachen einmal und verliere keinen Schurken. Das ist die andere Sache. Das sind wirklich beides zwei, ich sag mal, schwierige Bonusziele. Ich glaube, einzeln wäre es besser, wenn man sozusagen jedes Ziel einzeln abschließt versucht. Sprich, man geht das Risiko ein, dass man Schurken verliert, aber man tötet keine Drachen. Und beim anderen Versuch tötet man Drachen, aber verliert keine Schurken. So, allerdings bin ich der Meinung, man kann das auch beides zusammen machen, und das werden wir auch wirklich probieren. Ja, wir werden erstmal auf dem Schwierigkeitsnormal normal zocken. Ich habe ansonsten wirklich jetzt alle Missionen schon auf 3 Sterne. Einbrecher ist jetzt wirklich die letzte Mission, die mir fehlt. Und da werden wir einfach mal reingucken. In der Mission muss man wirklich sehr strategisch vorgehen. Das heißt, man muss bestimmte Einheiten für bestimmte Sachen einsetzen. Eigentlich sind unsere Haupteinheiten hier die Zeppeline und die Katapulte. Die anderen Einheiten sind eigentlich fast Nebenfiguren, aber sind auch wichtig. Also wir brauchen ja alle, alleine für die Bonusziele brauchen wir die Schurken, und die Schurken brauchen wir auch, um wirklich alle Kisten aufzusammeln. Weil das ist auch hier eine bisschen schwierigere Sache. Besser gesagt, an die Kisten zu kommen, ohne entdeckt zu werden, ohne angegriffen zu werden, ohne Einheiten zu verlieren. Wir werden jetzt versuchen, wirklich komplett alle 10 Kisten zu bekommen, ohne einen Schurken zu verlieren und ohne einen Drachen zu besiegen. Ist auf jeden Fall nicht leicht, aber es ist machbar. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Wir machen jetzt hier auch noch mal ganz kurz einen Break. Und zwar, ich habe es geschafft, alle 8 Kisten einzusammeln, bis auf diese beiden. Da sind dann wirklich, ist mein erster Schurke gestorben, indem ich hier von der Seite kam. Und hier stehen zwei, wie heißen die, Ogas? Ich weiß nicht, diese riesen Dinger, die ich hier auch habe. Mit der Keule, die roten, die großen roten. Die sind auf jeden Fall ein bisschen, ja, tricky, sage ich mal. So, hier ist ein Bogenschütze, aber der ist eigentlich egal. Wenn wir Glück haben, beschwören wir den, und dann ist er vielleicht sogar noch auf unserer Seite. Deswegen schicken wir die Leute jetzt einfach hier einmal lang. Die laufen jetzt hier lang. Einmal hier hin und hier hin. Da seht ihr den Bogenschützen. Aber wenn er jetzt gleich zu nahe kommt, dann wird er wahrscheinlich besiegt. Ja, ist nicht auf unserer Seite, ist gestorben leider. Aber egal. Manchmal klappt es. So, wir brauchen hier ein klein bisschen Platz zum Rangieren für die Zeppeline und die Katapulte. Aber geht nicht zu weit hierher, weil hier ist ein Drache und der macht uns sonst gleich platt. Achso, wir können jetzt mal natürlich schon mal testen. Und zwar hier, der Drache, der sieht den Schurken nicht. An dem Drachen können wir uns wirklich mit dem Schurken vorbei schleichen, aber das klappt eben nicht bei Bodeneinheiten. Das ist das Problem. Da ist es manchmal nicht so. Da wird man sehr schnell gesehen. Aber okay, so, wir gehen jetzt hier weiter. So, hier ist ein Turm, aber auf den Turm... der Turm muss kurz warten. Wir müssen erstmal hier die Bogenschützen platt machen. Ich
So. Wie gesagt, man kann natürlich, sage ich mal, jetzt alle vier Katapulte nehmen, aber umso mehr Katapulte da sind, dann schieben die manchmal das andere Katapult nach vorne und das ist dann treffbar und wird dann vielleicht sogar abgeschossen. Von da aus bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Außerdem, ich sag, die Zeit für die Mission, die müssen wir uns einfach nehmen. So, da sehen wir jetzt den Turm und er kann, wenn die Katapulte gut platziert sind, uns wirklich nicht treffen. Da brauchen wir uns jetzt auch eigentlich fast gar nicht drum kümmern. Wir können jetzt hier noch ein drittes Katapult hinschicken. Dann geht es ein bisschen schneller. Aber ihr seht, wenn jetzt das vierte sich dazwischen drängt, dann schiebt es vielleicht eins nach vorne und dann ist es in Reichweite von dem Turm und ja, kann abgeschossen werden. Und wie gesagt, jede Einheit ist wichtig, deswegen auch immer, wenn eine Einheit getroffen wurde, einfach alle mal zusammenziehen. Weil wir haben hier ja ein paar Heiler dabei, die heilen ja alle wieder und dann ist alles wieder gut. So, da sind schon die nächsten Einheiten, die wir mit unseren Katapulten angreifen können. Deswegen einfach langsam Stück für Stück. Macht keinen Zeitdruck. Aber wie gesagt, da kommt jetzt noch ein Turm, das weiß ich. Einer kommt da noch irgendwo. Ich glaube, der ist hier davor, vor der anderen Kiste. Ne, da ist er. Oh. So, und so sieht das aus, wenn man alle vier Katapulte, sage ich mal, effektiv einsetzt. Geht natürlich dann noch ein klein bisschen schneller, so einen Turm platt zu machen. Aber wie gesagt, bei dem Turm müsst ihr wirklich vorsichtig sein, weil wenn ihr die irgendwie sich gegenseitig die Katapulte schieben, dann sind die schnell in Reichweite des Turms. Oh, da ist schon der nächste. Also ihr seht, hier sind ein paar Türme im Weg und das sind wirklich auch die Hauptprobleme natürlich. Der eine ist immer zu weit vorne, jetzt. So haben wir es. Einmal kurz die Heiler herholen. Dann werden die beiden Schiffe geheilt. So. Und jetzt wieder mit den Katapulten. Da habt ihr jetzt gesehen, da bin ich, hat das eine Katapult das andere wieder geschoben und dadurch musste ich den Angriff erstmal kurz abbrechen.
mal sehen, ob ich da noch ein drittes platzieren kann, aber ich glaube schon, müsste klappen. Aber für vier ist zu eng. Das vierte würde den eins der anderen Katapulte schieben und damit würden wir wieder angegriffen werden. Aber wie gesagt, die Zeit müssen wir uns wirklich nehmen. Sonst schafft man das, glaube ich, nicht, alle drei Sterne gleichzeitig zu bekommen. So, das haben wir auch schon mal geschafft. Damit sind wir jetzt ein ganzes Stück schon mal weiter, weil ich glaube, das waren jetzt schon fast die Hälfte der Türme, die uns im Weg sind. Die können wir so platt machen und für die Bogenschützen nehmen wir einfach vorsichtshalber Katapulte. Wie gesagt, die machen wir jetzt mit den Zeppelin platt. Das ist kein Problem. Geht auch ziemlich schnell. Hier kommt jetzt gleich wieder ein Turm, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Glaube ich jedenfalls, wenn ich mich nicht irre. Irgendwo eine Kiste versteckt. Wo war denn das? War das nicht hier? Eigentlich da. Da kann man, da sind noch ein paar Heiler drin. Die kann man sich auf jeden Fall später holen, wenn man die Kiste hier holt. So, jetzt frage ich mich auch wirklich erstmal, welchen Weg wir gehen. Aber ich glaube, wir werden erstmal jetzt wirklich diese Kiste sogar holen und dann diese. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir lang gehen. Also dann werden wir die anderen drei Kisten holen. Mission Crate collected. Ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwo eine Kiste versteckt ist. Ah, hier ist auch noch eine Kiste versteckt. Die könnte man sich auch noch holen, sollte man vielleicht sogar. Weil dann hat man ein paar mehr Heiler bei sich und das ist natürlich sehr gut. So, dann jetzt langsam weitergehen. Ah ja, hier sind zwei Türme und hier sind zwei Türme. Aber eigentlich müssen wir nur die beiden Türme hier platt machen, weil wir hier lang müssen. Das heißt, wir machen hier schon mal den Weg frei für die Katapulte. Versuchen wir mal die richtige Distanz zu bekommen, dass wir die angreifen können. Also erstmal sind die Katapulte hier wichtig. Die sind nämlich auch gefährlich.
Ich habe da sogar noch Platz jetzt für das vierte Katapult. Und ihr seht, wenn die in Reichweite sind, dann machen die auch ihre Arbeit von alleine. Dann muss ich eigentlich gar nichts drücken. So, so haben wir die Mauer, sage ich mal, auch weggemacht, abgerissen, die uns im Weg stand. Dauert zwar noch kurz, aber kein Problem, die Zeit haben wir. Die anderen gehen eigentlich, die sind ziemlich schnell zu holen. Hier ist jetzt, glaube ich, noch ein Turm, den wir gleich platt machen müssen. Obwohl, den müssen wir, glaube ich, gar nicht platt machen. Dann können wir dann einfach wieder zurücklaufen. Den können wir eigentlich links liegen lassen. So, zwei Balken haben die Kleinen noch. Dann sind sie auch weg, die Türme. So, die Kiste, die holen wir von der Seite her, weil, wie gesagt, hier stehen zwei Türme, sonst schießen die uns auf jeden Fall ab oder versuchen es. So, was zum Glück hier so ist, dass die Drachen einen nicht verfolgen. Sonst hätte man ja wirklich Probleme. So, damit haben wir die Kiste freigelegt. Die können wir wieder mit unseren Zeppelin platt machen. Schnelle Sache zum Glück. Ach, zwei Türme haben wir noch im Weg anscheinend. So, wo ist das vierte Katapult? Da haben wir es. So, und dann können wir hier so einen Schurken kurz nehmen und die Kiste einsammeln. So, ihr seht, zwei Heiler haben wir dazu bekommen. Das war der Turm. Da ist noch einer, natürlich.
Yes, Master. What a view. Careful, I'll pop. So, jetzt haben wir ihn in Reichweite endlich. Und ab gehen die Katapulte. Die sind zum Glück noch gut platziert. Kann ich einfach nur auf Angriff drücken. So. Da haben wir den Missionsgegenstand gesammelt. Finde war ich ein bisschen schneller, da habe ich das auch schon mal probiert. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt wirklich auf Nummer sicher. Obwohl ich das vorhin auch schon gegangen bin, aber da ist einfach was schief gelaufen. So, hier oben ist jetzt ein Drache, deswegen nehmen wir jetzt einen Schurken. Und der läuft jetzt alleine diese Kiste holen. Mission Crate collected. So, haben wir uns vorbeigeschlichen, sehr gut. So, die ganze Armee wieder zurück zum Mittelpunkt der Karte. Hier aber nicht, hier vorsichtig, hier sind noch Türme. Sondern hier hin. So, gut. Dann sind wir jetzt wirklich schon eigentlich, ja, die Hälfte haben wir geschafft, aber der Rest, der geht jetzt eigentlich schnell. Jetzt kommt hier, glaube ich, noch ein oder zwei Türme und an den Rest können wir uns oder müssen wir uns eigentlich vorbeischleichen. Ich spreng die aus dem Weg, damit die Katapulte Platz haben. Ah, sehr gut. Die Katapulte können wir schon anvisieren. Also geht's ab. So, alle vier Katapulte feuern, so muss es sein. Also wie gesagt, man könnte jetzt wirklich jeden Stern einzeln erspielen. Ich glaube, das würde einzeln wirklich viel leichter sein, aber ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt der Sinn der Sache ist. Deswegen probieren wir es einfach so und ich bin der Meinung, das müsste auch klappen. Eigentlich wollten wir die zwei Heiler holen, weil die eigentlich, glaube ich, wirklich wichtig für uns sind.
Deswegen probieren wir das auch. Wir gucken mal, was hier los ist. Okay, die können wir auf jeden Fall aus dem Weg sprengen. Das machen wir auch. Jede Einheit, die weg ist, die hilft uns. Vielleicht können wir dann doch noch einen anderen Weg finden. Vielleicht habe ich irgendeinen Weg übersehen, man weiß es ja nicht. Ich mache hier den Weg frei, damit hier keiner irgendwo hängen bleibt und in eine andere Richtung läuft oder irgendwie in Richtung von dem Turm geschoben wird oder so, man weiß es ja nicht. So, okay, dann können wir jetzt hier die Leute erstmal herführen. Obwohl, wie gesagt, wir können vielleicht sogar von hier. Wenn hier kein Turm ist mehr, dann sieht gut aus. Können wir von hier aus die fertig machen und die Kiste holen. Ich glaube, die zwei Heiler, die da vielleicht drin sind, die können wir gebrauchen, wenn da wirklich Heiler drin sind. So, hier ist auf jeden Fall ein Drache und hier sind Türme. Also es wird... Wir sind jetzt hier wirklich nur um... die Heiler zu holen. Nur darum geht's. Wir gehen jetzt wieder zurück in Richtung Mittellinie der Karte, also hier hin. Ich habe gerade eine Idee. Ich glaube, hier stehen Türme. Kann ich mich hier lang manövrieren und die vielleicht... Ja, okay. Ich glaube, wir können es schaffen. Wir gehen jetzt erstmal... Eigentlich brauchen wir jetzt kein Zeppelin. Wir brauchen jetzt gerade einen Schurken. Einen einzelnen. Der sammelt jetzt erstmal alle drei Kisten auf. Silence. Quickly. Mission crate collected. With haste. I walk in the shadows. Silent as smoke. Mission crate collected. So, und wenn ihr die Mission kennt, dann brauche ich das euch ja nicht zeigen, aber wie gesagt, hier stehen Bogenschützen und dahinter stehen zwei Türme. I go in silence.
Also da können wir auf jeden Fall uns, glaube ich, nicht lang schleichen. Wo ich nicht. Na, ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Wenn ich denke, hier jetzt ganz am Rand lang laufen, aber. Eigentlich bin ich in Sicht der Bogenschützen. Ich will es gerade nicht riskieren, wenn ich ehrlich bin. Deswegen probieren wir lieber was anderes. Und zwar, wir holen jetzt erstmal diese Kiste. Dann gehe ich vorsichtig hier gucken, was hier ist. Und genau das ist es. Diese Beine, die greifen mich auch ziemlich schnell an. Das heißt, ich lasse ihn jetzt hier stehen, in der Hoffnung, dass er wirklich da stehen bleibt und keinen Scheiß macht. So, jetzt ist der weg. Sehr gut. Jetzt könnte ich mich theoretisch mit einem da schnell vorbeischleichen. Besser gesagt, alle Leute jetzt hier hinschicken. Und ich glaube, das müssen wir auch machen. Aber wir schicken zuerst die hier hin. Und wenn die auf Reichweite sind, schicken wir die los. Dann sind die da mittendrin und werden hoffentlich nicht angegriffen oder nicht besiegt. So, aber ihr seht, wir haben genug Heiler. Alle wurden geheilt. Es ist jetzt keiner, der hier irgendwie gerade. Und keiner hat den Drachen abgeschossen. Da haben wir auch Glück gehabt. Das hätte sonst auch sehr böse werden können. So, jetzt können wir Kreis nehmen und hier den letzten Angriff führen. Nein, jetzt schießen die auf den. Jetzt müssen die hier weg, okay. So, jetzt muss ich mit den letzten Leuten. Ihr habt gesehen, das war ihm zu eng. Die kamen mir nicht klar. Die haben nicht das gemacht, was sie sollten. Wo ich sagen muss, den hier will ich jetzt weg haben, deswegen schicke ich auch die hier los, weil die viel aushalten. Wo ist denn der Drache hin? Ich habe den aber nicht getötet, oder? Hier war doch eigentlich ein Drache, hier, genau hier. So, jetzt haben wir alle besiegt. Jetzt kann ich hier mit einem schnell loslaufen. Mission break collected.
war doch nicht so schwer. Obwohl es am Ende wirklich noch ein paar Probleme gab, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt am Ende, muss ich sagen, war die Mission eigentlich gar nicht so schwer. Aber ist egal, ich habe sie jetzt in mein Repertoire mit aufgenommen als Video. Und vielleicht werde ich ja ein paar Zockern oder Zockerinnen helfen mit diesem Video, die vielleicht ein bisschen, sage ich mal, entnervt von der Mission sind. Es wird auf jeden Fall, oder es werden noch mehrere Videos rauskommen, auch wenn ich hier jetzt schon lange am Machen bin. Trotzdem werde ich ab und zu mal jetzt versuchen, wirklich Stück für Stück eine Mission auf schwer und alle drei Sterne immer mal wieder zu spielen und euch als Gameplay-Video, sage ich mal, zu zeigen, um euch vielleicht wieder bei irgendwelchen Sachen zu helfen, wo ihr Probleme habt. Ja, ich hoffe, das Video war euch eine Hilfe und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Zocken von PlayStation und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!